Lieben Dank, Olli Riedl, für die einführenden Worte und die Gelegenheit, GetEx hier vorzustellen. Du hast vorher zwei Begriffe genannt, Nervosität und Adrenalin. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den letzten Vortrag vor Menschen, die physisch vor Ort sind, gehalten sind. Von daher bin ich heute durchaus ein bisschen nervös. Sehen Sie mir das nach. Bin ja übrigens sehr überrascht über den Bekanntheitsgrad von GetEx. Also freut mich sehr. Die 17%, die können jetzt mit mir rausgehen und dann erkläre ich Ihnen das im Detail, was es mit GetEx auf sich hat. Neben Spaß. Mein Name ist Robert Ertl. Ich bin Vorstand der Bayerischen Börse AG, bin dort zuständig für den Bereich Vertrieb, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit. Und damit ich nicht so übermütig werde, habe ich auch noch den Bereich Operations und IT dazu bekommen. Die Bayerische Börse AG ist Träger der öffentlich-rechtlichen Börse München, die wiederum zwei Handelsplätze hat, nämlich den Börsenplatz GetEx, das Market Maker Modell, und die Börse München, Max One, das sogenannte Spezialistenmodell. Wir sitzen am Karolinenplatz, hier in unmittelbarer Nähe, und unser Eigentümer ist der Münchner Handelsverein. Der Münchner Handelsverein, so viel zum Thema Historie, wurde 1830 gegründet, ging aus der Münchner Kaufmannsstube hervor und wurde 2000 in eine AG, hat 2000 die AG, Bayerische Börse AG gegründet, als Träger der öffentlich-rechtlichen Börse, was per Börsengesetz eine Notwendigkeit ist. Vereinsmitglieder sind Vertreter aus Industrie, wie zum Beispiel BMW, Agrob Immobilien AG, dann Versicherungen, Allianz Münchner Rück natürlich und sehr viele Banken, HVB, HSBC, die Baader Bank, kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Das sind so die Eigentümer, die Vereinsmitglieder der Bayerischen Börse AG. Das ist eine breite Streuung von Interessen. Wir haben auf der einen Seite haben wir Emittenten, welche Produkte emittieren, welche Aktien emittieren, Anleihen emittieren. Wir haben Banken, welche diese Produkte handeln oder deren Kunden diese Produkte handeln. Und wir haben Market Maker und Spezialisten, Broker, welche die Preise stellen für diese Produkte. Das heißt, wir haben ein breites Interessensspektrum, das es zu bedienen gilt. Und das gelingt uns unserer Ansicht nach am besten in Form eines Vereins. Deswegen sind wir auch nicht an der Börse notiert. Wir sagen, wir haben genügend Stakeholder-Interessen, die wir erfüllen müssen. Deswegen müssen wir nicht auch noch Shareholder-Interessen erfüllen. Das ist unser Ansatz. Wir wollen Nutzen für die Mitglieder stiften. Zusammenfassend kann man also sagen, wir sind eine öffentlich-rechtlich regulierte Börse mit den typischen Organen einer Börse, eine Börsengeschäftsführung, dem Börsenrat, da ist Nico Bader, ist Vorsitzender des Börsenrates, ein Sanktionsausschuss, das wichtigste Organ einer Börse, die öffentlich-rechtliche Handelsüberwachungsstelle, da komme ich später noch mit dazu, und natürlich die Börsenaufsicht des Wirtschaftsministeriums. Und auch mit einem funktionierenden Primärmarktsegment. Wir haben auch ein IPO-Segment für den Mittelstand, Maxess. Das heißt, wir bieten das gesamte Spektrum an, konzentrieren uns also nicht nur auf den Handel wie andere Börsen, sondern haben eben das gesamte Angebot, das wir als Börse eben bieten können. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern es geht um Handel, es geht um GetEx. Der ambitionierte Titel lautet ja die schnelle, günstige Börse der Zukunft. Und was zeichnet meines Erachtens eine zukunftsfähige Börse aus? Wie stellen wir uns auf für die Zukunft? Der erste Punkt ist, wir müssen günstig und leistungsstark sein. Wenn man sich mal die Entwicklung im Wertpapierhandel seit MiFID ansieht, dann sieht man, dass sehr viele Wertpapierumsätze in den OTC-Markt verschwunden sind, in den außerbörslichen Handel. Wir haben uns das genau angesehen. Warum ist es so? Ja, zum einen muss ich da nichts bezahlen. Ich kann schnell und direkt mit dem Market Maker handeln. Ich habe ein breites Spektrum, ich kann von 8 bis 22 Uhr handeln. Haben wir jetzt gedacht, okay, diese Aspekte nehmen wir auch auf. Wir bieten aktuell über 420.000 Produkte an, davon circa 400.000 Zertifikate und Optionsscheine unserer Emittenten Goldman Sachs, HVB, HSBC. Das ist ein Feld, auf das wir sehr stark setzen. Da werden wir auch weiter ausbauen. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr noch einen vierten Emittenten drauf bekommen. Daneben, und das ist immer noch unser absolutes Kerngeschäft, handeln wir 6.250 Aktien, 1.700 ETFs, über 6.000 Fonds und 13.000 Anleihen, davon 7.500 Fremdwährungsanleihen. Das heißt also hier ein breites Spektrum, das wir anbieten. Das Ganze schnell und direkt. Direkt mit dem Market Maker,
Wir bieten auch ein Quadrequest-Verfahren an, was man aus dem außerbörslichen Handel kennt und was von einigen Marktteilnehmern durchaus rege genutzt wird. Wichtiger Aspekt ist der schnelle Handel. Am Montag, haben Sie alle mitbekommen, heftige Marktbewegung. Wir hatten ca. 100.000 Trades, die wir an diesem Tag über die Plattform GetEx abgewickelt haben. Das ist klar, das funktioniert heutzutage nicht mehr manuell, sondern es wird vollautomatisiert durchgeführt in den meisten Aktien oder in den meisten Wertpapieren, die wir handeln. Eine volle Automatisierung. Da, wo wir noch nicht automatisch handeln, werden wir das in Zukunft weiter vorantreiben. Wichtiger Aspekt ist auch das Thema kostengünstig. Wir konkurrieren mit dem OTC-Markt. Im OTC-Markt ist alles in der Regel kostenfrei. Deswegen ist auch der Handel auf GetEx kostenfrei. Keine Entgelte, keine Courtage, die wir als Börse erheben. Und das nicht nur im Rahmen von Sonderaktionen. Alles frei im Mai, 30 Aktien des DAX mal kurz ohne Courtage gehandelt, sondern das ganze Jahr, die ganze Handelszeit, 420.000 Produkte und auch beim nächsten Emittenten, den wir aufnehmen werden, wird kostenfreier Handel unser Markenkern sein. Daneben zur Abrundung natürlich kostenlose Kursinformationen, die wir über alle gängigen Vendoren vertreiben. Das mal zum Thema Leistungsstärke, 8 bis 22 Uhr noch als Handelszeit. Auf der anderen Seite haben wir eben das Thema öffentlich-rechtliche Börse. Wir wollen die besten Sachen aus den beiden Welten, OTC und Börse, miteinander verbinden. Was ist das Wichtigste an einer Börse meines Erachtens? Zum einen ist es das einheitliche Regelwerk, das für alle Marktteilnehmer gilt. Und wenn ich von Regelwerk spreche, dann meine ich die Börsenordnung und die Ausführungsbestimmungen. Heutzutage finden Sie an jedem Handelsplatz, an jeder Börse die Aussage, dass sich der Market Maker bei der Preisbildung an Referenzmärkten zu orientieren hat. Bei uns steht auch noch drin, welche Referenzmärkte für welche Aktien, welche Abweichungen darf ich beispielsweise maximal vom Heimatmarkt haben, welche Auf- und Abschläge darf ich bei der Umrechnung von Fremdwährungen haben maximal. Das heißt, das ist alles definiert und definiert die Minimalanforderungen, die wir zu erfüllen haben. Warum Minimalanforderungen? Weil es den Anleger überhaupt nicht interessiert, was drin steht, wenn der Wettbewerber besser ist. Das heißt, wir müssen uns da permanent dem Wettbewerb stellen und tracken deswegen auch unsere Ausführungsqualität immer gegenüber den Referenzmärkten und den wichtigsten Wettbewerbern, die wir in Deutschland haben. Ein weiterer wichtiger Punkt, der für eine Börse gilt, ist volle Transparenz. Zum einen veröffentlichen wir über alle gängigen Vendoren sämtliche Kursinformationen, Pre-, Post-Trade. Wir haben alle gängigen Vendoren angebunden, Bloomberg, Refinitiv, vormals Reuters, FactSet, SIX, Teletrader, VWD. Seit neuestem bieten wir auch einen Cloud-Service an. Das heißt, man kann unsere Kurse auch über die Cloud kostenfrei beziehen. Das heißt, an hier vollkommene Transparenz. Dann gilt für alle Handelsplätze die Verpflichtung, sämtliche Handelsdaten zu veröffentlichen. Der Gesetzgeber hat es im RTS 27 so formuliert, dass bis zum Ende eines Quartals sämtliche Daten des Vorquartals offengelegt werden müssen. Das heißt, ich habe bis zum 30.06. Zeit, die Daten des Q1 offenzulegen. Wir machen das so, dass wir sofort am nächsten Handelstag sämtliche Handelsdaten auf der Website veröffentlichen, in einem maschinenverlesbaren Format, also in einem CSV-Datei, kann man sich runterladen und auswerten. Und Punkt, der nächste Punkt und meines Erachtens wahrscheinlich der wichtigste Punkt einer Börse ist die öffentlich-rechtliche Handelsüberwachungsstelle. Die öffentlich-rechtliche Handelsüberwachungsstelle überprüft jeden ausgeführten Trade auf die Einhaltung des Regelwerks. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich sage, am Montag 100.000 Trades ausgeführt, dass man da nicht jeden Trade ansehen kann. Das heißt, wir sind hier hochautomatisiert. Das grenzt schon fast an künstlicher Intelligenz, was wir da programmiert haben. Und so erhalten unsere Mitarbeiter in der Handelsüberwachungsstelle jeden Tag Reports, wo sie sehen, wurden die Regeln eingehalten. Es gibt einen sogenannten Bad Trade Report, der wird dann ausgewertet, wo scheinbar schlechte Ausführungen zusammengefasst werden, die dann genauer analysiert werden. Und in der Regel ist es so, dass die Ordergröße auf GetEx dann größer war als am Referenzmarkt, dass man deswegen die Quotes nicht vergleichen kann. Da muss man ins Orderbuch des Referenzmarktes reinschauen, ob der Preis trotzdem richtig war. Und in den meisten Fällen stellt sich heraus, der Preis war konform. Manchmal geht aber auch was schief.
Manchmal gibt es Beschwerden, manchmal gibt es Anfragen, das ist völlig legitim. Und dann fungiert diese öffentlich-rechtliche Handelsüberwachungsstelle auch als Beschwerdestelle. Das heißt, die Kunden von Vermögensverwaltern, von Banken können direkt dort anrufen und sich mit der Handelsüberwachungsstelle auseinandersetzen. Das reduziert natürlich den Aufwand bei den Banken ziemlich stark. Und deswegen haben wir auch die sogenannte GetEx-Formel entwickelt, die heißt OTC minus Aufwand plus Börse ist GetEx. Was ist ein weiterer Punkt, der wichtig ist für eine Börse, die in Zukunft gut aufgestellt sein will? Wir müssen ein spannendes Produktspektrum anbieten. Es reicht nicht einfach nur, die wichtigsten 500 Aktien gut handeln zu können, sondern wir brauchen das gesamte Spektrum. Ich habe vorher schon gesagt, dass natürlich Ziel ist, weitere Market Maker für Zertifikate anzubinden, aber gleichzeitig ist es auch das Ziel, das Spektrum der, ich nenne es mal, klassischen Asset-Klassen weiter auszubauen. Wenn man sich mal anschaut, was im Juli bei uns gehandelt wurde, Top 10 Umsatz, Top 10 Trades, eher unspannend, weil ist wahrscheinlich an jeder Börse genauso. Hier fällt ein bisschen ins Auge, dass AMC Entertainment bei den Top 10 Nummer 8, bei den Trades Nummer 2. Das liegt daran, dass jetzt sehr viele Kunden der Neo-Broker diesen Wert aktiv gehandelt haben. Im Q1 war beispielsweise ein Bitcoin-ETP der meistgehandelte Wert. Das schwankt ein bisschen, aber eigentlich ist das nicht so exotisch, was wir hier machen. Spannend ist vielmehr das, was auf der rechten Seite steht, und zwar das ist der Anteil der Gattungen, die wir mit Umsätzen haben. Ich habe vorher gesagt, wir haben 6.250 Aktien, die wir an der Börse GetEx gelistet haben. Im Juli wurden 80% dieser Werte gehandelt. 80% von 6.250. Das ist ein Wert, den kann fast keine andere Börse bieten. Das ist sensationell. Wir vergleichen das ja auch mit Werten anderer Börse. Da sind wir, glaube ich, würde ich mal sagen, führend. Bei den ETPs sind es 57% und bei den 8.500 Fonds und ETFs, wenn man die in einen Topf schmeißt, immerhin noch 50%. Das heißt also ein sehr hoher Anteil und wir sprechen von einem Monat. Wenn ich die Auswertung auf ein Quartal mache oder auf ein Halbjahr, habe ich noch deutlich höhere Zahlen. Das heißt also, wir haben hier wirklich ein spannendes Produktspektrum. Bei Anleihen und Zertifikaten ist es natürlich weniger. Bei Anleihen hängt es damit zusammen, dass viele Anleihen von Privatpersonen nicht gehandelt werden können. PRIPS und so weiter, Prospekt-Theben, das kennen Sie besser, das ist auch ein anderes Thema. Und bei Zertifikaten liegen wir mit 6% ungefähr in der Range, die wir von anderen Börsen kennen. 5% der Zertifikate, die gelistet sind, werden auch gehandelt. Und warum wird unsere Produktpalette so breit genutzt? Das hängt daran, weil wir uns beim Listing auch am Anleger orientieren. Früher war das so, dass ein Skontoführer entschieden hat, ob ein Wert eingeführt, zugelassen wird oder nicht, oder eine Bank oder ein sonstiges Unternehmen. Heutzutage ist es so, wir haben den Spieß umgedreht, wir haben einen Service entwickelt, der heißt Listing on Demand. Das heißt also, Anleger und Banken, Vermögensverwalter können uns einen Wert schicken, der nicht auf GetEx gelistet ist. Und wir prüfen dann, ob er die formalen Voraussetzungen erfüllt, hat er eine Leihe beispielsweise, ist er über Clearstream abwickelbar, ist er irgendwo sonst notiert. Und wenn das erfüllt wird, dann entscheidet unser Market Maker, ob er eingeführt wird. Und diese Aktien und ETFs und ETPs, die uns da vorgeschlagen werden, machen mittlerweile einen Großteil aus dieser Werte, welche hier so aktiv gehandelt werden. Also das heißt, eine Börse, die sich für die Zukunft aufstellen muss, muss wissen, was ihre Anleger handeln wollen und welche Wertpapiere spannend sind. Und dritter Punkt, wenn wir schon von den Anlegerinteressen sprechen, sind die Anleger selber. Ich habe hier mal eine Auswertung gemacht. Grundsätzlich, wenn man unser Kundenportfolio ansieht, haben wir Kunden von Neo-Brokern, wir haben Kunden von klassischen Online-Brokern, nenne ich es jetzt mal, FlatEx, ING, Comdirect beispielsweise. Wir haben alle deutschen Sparkassen angebunden, viele Banken, Privatbanken, Donner Reuschel, HVB, HSBC, vor allem jetzt gerade bei Spontane, Commerzbank. Und wir haben natürlich auch Vermögensverwalter und institutionelles Geschäft. Und dementsprechend haben wir auch eine Verteilung in den Orders, die ganz spannend ist. Und zwar auf der linken Seite habe ich mal die Trades aufgelistet. Die grauen, das sind die Trades unter 1.000 Euro. Die grünen sind die zwischen 1.000 und 5.000 Euro. Und die orangen sind die zwischen 5.000 und 50.000 Euro und die rot über 50.000 Euro. Und da sieht man, dass wir mit den kleinsten 90%
ungefähr ein Drittel unseres Umsatzes machen. Auf der rechten Seite haben wir dann eben die Umsatzwerte. Und mit den größten 10% machen wir zwei Drittel unseres Umsatzes. Das heißt, wir haben hier völlig unterschiedliche Interessen. Kleinorders, die von Tradern, die rein und rausgehen den ganzen Tag, oder eben auch sehr große Orders mit unterschiedlichen Ansprüchen, die wir erfüllen müssen. Aber was sie alle eint, sie haben alle einen hohen Anspruch. Ja, das heißt also, auch ein Kunde, der eine 1.000-Euro-Order abschickt und ausgeführt bekommt und ist mit dem Preis nicht zufrieden, der beschwert sich genauso wie ein Kunde, der eine 200.000-Euro-Order abschickt und auch nicht zufrieden ist. Das heißt also, je mehr Orders, desto mehr Anfragen bei uns, das ist völlig klar, aber der Anspruch ist letztendlich über alle Kundengruppen hin gleich. Wenn Sie jetzt sagen, ich glaube 50% waren es, die noch nicht gehandelt haben, das will ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Hier sind die Banken und Dienstleister aufgeführt, welche GetEx anbieten. Neben den genannten Online-Brokern eben auch viele Banken, die Vermögensverwalter betreuen, darunter natürlich auch die Baader Bank, aber auch eine V-Bank, eine Commerzbank, da BNP Paribas. Also deswegen auch mein Appell: Testen Sie uns, und wenn Sie zufrieden sind, dann sagen Sie es bitte weiter. Und wenn Sie nicht zufrieden sind, dann sagen Sie es bitte mir und dann schauen wir, dass wir eventuell was verbessern können. Das an der Stelle von mir. Unser Claim ist ja die schnelle, günstige Börse. Ich sehe, ich bin in der Zeit, deswegen haben wir jetzt auch noch Zeit für Fragen, wenn es wäre. Vielen Dank. Gibt es unmittelbar Fragen an den Robert Ertel? Falls ja, können wir, es ist gut, dass du das ansprichst mit Fragen, haben wir nämlich die Corona-konforme Fragemöglichkeit. Wir haben eine Dame gewinnen können, die zu Ihnen an den Platz kommt und das Mikrofon auch hält, einfach aus Corona-bedingten Gründen. Und deswegen, wenn jemand eine Frage hat, bitte kurzes Handzeichen. Keine Frage, dann sage ich, weiter so machen, sehr, sehr gut. GetEx, Get Execution, vielen, vielen Dank. Gerne, danke schön. Schönen Tag noch. Ja.